Hallo und herzlich willkommen zur Breakout-Session Future Mobility auf unserem 30. Deutschen Ingenieurtag des VDI. Mein Name ist Christoph Kerkhoff und wir sind hier in den historischen Hallen der Klassik-Remise in Düsseldorf und widmen uns heute einem wirklich spannenden Thema, Antriebstechnologien der Zukunft. Kontrovers diskutiert, vielfach diskutiert und aber auch technisch sehr, sehr herausfordernd. Wir werden sicher in diesen 40 Minuten, die uns zur Verfügung stehen, das Thema nicht vollumfänglich ergründen können. Aber wir möchten Sie möglichst viel und stark in diese Session einbinden, haben interaktive Elemente platziert, haben eine Mentimeter-Umfrage und Sie können natürlich auch den Chat bemühen und uns da Fragen stellen. Auch da, der knappen Zeit geschuldet, werden wir wahrscheinlich nicht auf alle Fragen eingehen können, aber wir werden da ein vernünftiges Maß einer Antwort über unsere beiden Experten finden. Und da bin ich auch schon beim Thema Experten. Das sind die beiden Herren hier neben mir. Zu meiner ganz Linken, Professor Dr. Lutz Eckstein. Er ist studierter Maschinenbauer, aktuell Leiter des Instituts für Kraftfahrzeuge an der RWTH Aachen, hat jahrelange Industrieerfahrung in der Automobilindustrie und ist bei uns im VDI Vorsitzender der VDI-Gesellschaft Fahrzeug- und Verkehrstechnik. Herzlich willkommen, lieber Lutz Eckstein. Schön, dass Sie hier sind. Dankeschön. Zu meiner direkten Linken hier Alex Bloch, studierter Elektroingenieur. Viele von Ihnen werden ihn vielleicht kennen als Gesicht und Moderator der erfolgreichsten deutschsprachigen Autosendung Vox Automobil. Nebenbei ist er auch noch Chefreporter bei Automotor und Sport. Auch dir, lieber Alex, herzlich willkommen, dass du hier bist und danke dafür. Vielen Dank. Damit wir das Ganze auch in einem nicht nur technischen Umfeld beachten heute, freue ich mich auch, dass wir auch ein politisches Schlaglicht und einen politischen Impuls für unsere Session erhalten haben. Und so haben wir einen Videobeitrag, einen Videoimpuls erhalten von unserem Verkehrsminister des Landes Nordrhein-Westfalen, Henrik Wüst, der uns seine Sicht und die Sicht seines Ministeriums und der Landesregierung Nordrhein-Westfalen auf das Thema Mobilität und im Speziellen natürlich auf das Thema Antriebstechnologien, Sie hören es hier im Hintergrund, dann geben wird. Ich würde sagen, wir legen los. Ich freue mich drauf. Film ab bitte mit Henrik Wüst. Verehrte Ingenieurinnen, verehrte Ingenieure, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich grüße Sie herzlich aus dem Verkehrsministerium Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. Mobilität muss besser, sicherer und sauberer werden. Wie wir in Zukunft auf Straße, Schiene, in der Luft und auf dem Wasser unterwegs sein werden, hängt ganz maßgeblich von der Frage ab, welche Antriebsarten sich durchsetzen. Eines ist klar, wir werden auch in Zukunft nicht ganz aufs Auto verzichten können und tun gut daran, den Verbrennungsmotor nicht frühzeitig abzuschreiben. Die Ingenieurinnen und Ingenieure der Automobilindustrie arbeiten mit Hochdruck daran, die Effizienz von Otto- und Dieselmotoren weiter zu steigern. Sicher ist, wir werden seltener im Auto unterwegs sein, häufiger mit Bus und Bahn oder mit dem Fahrrad fahren. Wir werden automatisiert und irgendwann autonom unterwegs sein. Wir werden Mobilität teilen und emissionsärmer fahren. Ob nun voll elektrisch, mit Hybrid- oder Wasserstoffmotor, für die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen gilt das Prinzip der Technologieoffenheit. Das heißt, bei der Suche nach der besten Lösung für die Mobilität der Zukunft darf es keine Fokussierung auf nur eine Technologie geben. Der Antrieb der Zukunft setzt sich im Ideen- und Technologiewettbewerb und am Ende am Markt durch. Nicht indem Politik in die Glaskugel schaut oder ihre Wünsche in Gesetze fasst. Was technologisch möglich ist, das wissen ohnehin am besten Ingenieurinnen und Ingenieure. Dabei muss saubere Mobilität vor allem eins sein: alltagstauglich. Sowohl für die Menschen in den großen Städten als auch für die Menschen in den suburbanen und ländlichen Regionen. Deutschland ist das Ingenieurland Nummer eins. Ich bin sicher, dass unsere Ingenieurinnen und Ingenieure die vielversprechendsten Antriebe der Zukunft entwickeln und die besten Lösungen parat haben. Ich wünsche Ihnen heute einen erkenntnisreichen, digitalen 30. Deutschen Ingenieurtag, spannende Diskussionen rund um das Thema Antriebstechnologien der Zukunft. Bleiben Sie neugierig, bleiben Sie mutig, bleiben Sie vor allem gesund. Alles Gute, beste Grüße aus Düsseldorf. Ja, wir haben gehört, was der Minister zum Thema Antriebstechnologien gesagt hat. Wie sehen denn die Experten? Ich stelle die Frage direkt gleich mal hier an
Alex Bloch und Lutz Eckstein das Thema verbrennungsmotorischer Antrieb. Der Minister sagte, das wird uns noch lange begleiten. Ist das auch Ihre Meinung? Ich würde sagen, erstmal, der Verbrennungsmotor ist einfach Realität in Deutschland. Wir haben über 40 Millionen Autos, die mit Verbrennungsmotor laufen. Die verschwinden auch nicht von heute auf morgen. Wir haben immer noch einen Anteil, wenn man sich an den Neuwagenverkäufen orientiert, von 90% Autos, die jetzt neu verkauft werden, wo noch ein Verbrennungsmotor Teil ist. Das heißt, wir werden den Verbrennungsmotor noch sehr, sehr lange sehen, weil er einfach zur Realität gehört. Und deswegen ist der Punkt gar nicht, dass man den Verbrennungsmotor jetzt abschreibt. Da sind ja schon einige Firmen dran, die sagen, dass sie ein bestimmtes Enddatum gesetzt haben, wo sie eben keinen Verbrennungsmotor mehr entwickeln oder auch bauen wollen, sondern es geht einfach darum, dass wir uns in Zukunft auch um den Verbrennungsmotor, der jetzt noch existent ist, die jetzt noch auf die Straße kommen, kümmern müssen, um weniger CO2 auszustoßen, auch in dem Bereich. Ja, und genau da können eben E-Fuels helfen. Also das eine ist natürlich die Frage, wie kann man Elektromobilität noch nutzbarer machen und für breitere Anwendungen und Kundenkreise erschließen. Das ist das eine. Aber auf der anderen Seite werden wir auch im Jahr 2030 noch viele Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor auf der Straße haben. Die sollten auch dazu beitragen, dass wir den Klimawandel eindämmen. Und das geht eben nur mit E-Fuels. Ja, und deswegen, glaube ich, sind wir von der Politik her aktuell, wir haben es eben gehört, ich glaube, das geht in die richtige Richtung. Die Gesetzeslage ist momentan eine andere. Das heißt, aktuell ist es so, auf europäischer Ebene wird die Nutzung von E-Fuels nicht angerechnet im CO2-Flottenausstoß von Fahrzeugherstellern. Und das ist aus meiner Sicht durchaus ein Problem. Da fehlt einfach die Technologieoffenheit. Das heißt, einmal für neu zugelassene Fahrzeuge, die noch in den Markt kommen, fehlt halt dieser Bereich. Aber die Bestandsflotte, Sie haben es gerade angesprochen, wir haben 45 Millionen Pkw in Deutschland auf dem Markt. Der kleinste Anteil davon oder der kleinste Teil davon sind batterieelektrische Fahrzeuge. Das heißt, bei einem Durchschnittsalter von knapp 9,8 oder 9,6 Jahren von einem Pkw in Deutschland werden die noch lange die Flotte bestimmen. Und damit da halt auch ein erklecklicher Anteil an Reduktionsmaßnahmen erfolgt, sehen Sie das als probates Mittel, diese Thematik der E-Fuels? Sagen wir mal so, es ist Realität. Wir müssen daran arbeiten. Wir können jetzt nicht sagen, das ist eine alte Technologie. Deswegen müssen wir uns nicht mehr drum kümmern, sondern sie ist eben ein großer Bestandteil der Mobilität in Deutschland. Und auch da muss bei den CO2-Emissionen einfach runtergegangen werden. Und da geht es natürlich auch speziell um Kraftstoffe. E-Fuels ist jetzt eine Lösung. Wir haben auch schon natürlich den Ansatz, dass wir über entsprechende Beimischung von Bioethanol und Ähnliches etwas machen. Für mich ist wichtig, dass in der Gesamtkette am Schluss etwas herausspringt. Also die Gesamtkette des Kraftstoffs muss komplett betrachtet werden, ehrlich betrachtet werden. Energie würde ich sogar mal sagen, nicht nur Kraftstoff, der Gesamtenergiekette. Und da muss am Schluss eine nennenswerte CO2-Reduktion rauskommen und dann tun wir etwas Richtiges. Einfach nur symbolisch etwas zu machen, das halte ich für schwierig, sondern es muss wirklich was rausspringen. Ja. Erst am Ende des Tages ist es eine Frage der Anwendung. Ich glaube, wir können nicht alles über einen Kamm scheren. Also auf der einen Seite haben wir die Mobilität in der Stadt. Da ist es fraglos, dass man da elektrisch oder vielleicht noch besser mit dem Fahrrad am effizientesten und nachhaltigsten unterwegs ist. Und am anderen Ende des Spektrums haben wir den Güterfernverkehr. Gerne mehr auf der Schiene, aber auch da ist die Realität ist einfach, dass wir 70-80% des Güterfernverkehrs eben auf der Straße haben, ob man das gut findet oder nicht. Die Bahn ist gerne aufgerufen, da auch und arbeitet auch dran, dass man das Thema Blockabfertigung in den Griff bekommt, dass man davon wegkommt, dass sozusagen nur ein Fahrzeug auf einen Gleisabschnitt auffahren oder einfahren darf und solange das dort fährt, darf kein anderes Fahrzeug auffahren. Das wäre wie auf der Autobahn sozusagen, es fährt ein Nutzfahrzeug auf und es darf kein anderes in dieser Zeit dann eben diesen Abschnitt befahren. Das macht keinen Sinn. Also da ist man dran. Aber dennoch, im Güterfernverkehr müssen wir uns schon gut überlegen, ob es die richtige Lösung ist dann mit elektrischen Antrieben, die grundsätzlich super sind. E-Maschinen als Antrieb ist toll, gar keine Frage. Viel besser als eine Verbrennungskraftmaschine. Aber die Speicherung ist einfach die Schwierigkeit. Dann Batterien mit 7, 8, 9 Tonnen in einem schweren Nutzfahrzeug, um weite Distanzen zu überbrücken mit der Problematik des Ladens, der Produktion der Batterie. Das ist ein Thema, was du auch immer wieder adressierst. Das ist aus meiner Sicht nicht unbedingt die beste Lösung, ja, sondern da denke ich, Brennstoffzelle ist das eine. Auch das hat seine Herausforderung. Oder eben auch dann Wasserstoff, Methan. Wir müssen einfach offen sein, ja, und wir brauchen einen Wettbewerb um die beste Lösung und dafür Randbedingungen, die diesen Wettbewerb einfach zulassen. Ich glaube, dass wir zum Beispiel über die Elektromobilität als sehr, sehr sinnvolle Antriebsart für ein Auto nicht mal großartig diskutieren müssen.
sie wird uns in Zukunft begleiten. Sie wird immer stärker kommen. Sie hat auch jetzt schon Zuwachsraten, die auch größer sind, als ich sie jetzt zum Beispiel erwartet hätte. Aber trotzdem werden wir halt sehr, sehr lange noch viele Antriebstechnologien haben, die parallel laufen. Und wir werden auch in Zukunft nicht die eine Antriebstechnologie für jedes Feld haben, weil es eben nun mal große Unterschiede gibt. Wenn du jetzt gerade den Güterfernverkehr ansprichst, wie sieht denn da die Realität aus? Da gibt es LKWs, die haben zum Teil in ihrem Dieseltank bis zu 5000 Kilometer Reichweite drin. Da brauchen wir bei der Batterie-Elektromobilität gar nicht von zu träumen. Auch die immensen Mengen an Ströme, die dann nachgeladen werden müssen, die Infrastruktur, die benötigt wird. Wir müssen alle nur mal einfach in die Realität schauen, mal zum Rasthof fahren, sich mal anschauen, wie viele LKWs da stehen. Aber nichtsdestotrotz gibt es auch da wieder Bereiche, wo man sagen kann, ja, auch im Güterverkehr ist Elektromobilität auf verschiedenste Art und Weise möglich. Ich finde einfach, man muss diese verschiedenen Wege nicht nur andenken, sondern man muss sie auch durchführen, man muss auch schauen, was funktioniert. Und wir werden eine Antriebsdiversifizierung auch in Zukunft haben, glaube ich. Ja, also eine Breite von Mobilitätsbausteinen, gerne auch neue Lösungen, das interessiert uns vor allem in der Forschung. Wir versuchen da auch das ganze Spektrum irgendwo zu adressieren, gehen jetzt auch in Fahrzeuge rein, wir nennen das dann ja Human-Hybride oder Bio-Hybride, auch der Titel ist schon vorgekommen, wo man sozusagen gesteuert auf dem Weg zur Arbeit sozusagen ist der Pedalantrieb nur die Steuerung und die Leistung kommt eigentlich aus der Batterie. Und natürlich, das Ding ist dann primär elektrisch angetrieben, ist ein serieller Hybrid übrigens. Aber auf dem Weg zurück sozusagen ziehe ich meinen Socker aus, habe ich jetzt hier ist schön warm, habe dann die Radlerhose an und trete da mal richtig rein, habe meinen Workout sozusagen auf dem Weg nach Hause, habe 25% ungefähr beigetragen mit meiner Muskelkraft zur Fortbewegung. Also auch solche Konzepte haben ihre Berechtigung und werden natürlich auch nur ein kleiner Baustein darstellen. Das wird dann nicht die Lösung für alle sein, wie manche Ideologen fordern, ja, diese Lösung, die muss für alles funktionieren. Und ich glaube, das ist die falsche Denkweise. Also diese Ideologen, die haben, glaube ich, auch in anderen Lebensbereichen schon viel Unheil angerichtet und das sollten wir uns hier an dieser Stelle ersparen. Das heißt, es kommt, wenn ich Sie da richtig verstehe, auf die Nutzungsbereiche an, die ich das Fahrzeug, welche Kategorie es dann auch immer ist, einsetze und die Praktikabilität, die ja zwangsläufig einfach auch dann damit zusammenhängt. Wie sieht es mit dem Praxisnutzen von diesen, ich sag mal, E-Fuels oder auch anderen alternativen Kraftstoffen aus? Wie sieht es da mit der Möglichkeit der Nutzung von vorhandenen Netzen aus? Es geistern ja auch immer wieder Sachen rum, dass da eins zu eins übernommen werden kann, die Infrastruktur. Das sind natürlich dann Vorteile im Vergleich zu Wasserstoff, wo wir gar kein Netz aktuell verfügbar haben. Oder wenig. Ja klar, es ist halt beim Thema Wasserstoff muss man einfach diese Infrastruktur in weiten Teilen noch aufbauen. Also ich meine, Ende letzten Jahres hätten wir 100 Wasserstofftankstellen in Deutschland gehabt. Also da fehlt schon noch ein bisschen. Und es ist letzten Endes auch da an dieser Stelle ein Marathon und wir müssen in Abschnitten denken. Und wir müssen natürlich irgendwann anfangen, diesen Marathon zu laufen und in diese Infrastruktur zu investieren. Aber wir brauchen einfach für die Zwischenzeit eben auch andere Lösungen und dürfen deswegen nicht Dinge vorzeitig, vorschnell ausschließen. Also deswegen auch da wieder diese Offenheit. Ja, aber du hast es ja schon angesprochen, wenn wir uns jetzt gerade das Thema Wasserstoff anschauen, da ist in der Vergangenheit vieles auch noch nicht optimal gelaufen, um es mal nett auszudrücken. Nicht nur, dass die Infrastruktur fehlt, auch Wasserstofftankstellen, die vorhanden sind, haben eine zum Teil bescheidene Zuverlässigkeit. Ich persönlich habe bisher eine 50-50-Quote, ob sie funktionieren oder eben abbrechen. Das darf nicht sein. Da muss man auch ein bisschen die Frage hinter die 700 Bar Speichertechnologie setzen. Man sieht, dass sich Hersteller im Autobereich definitiv wieder davon abgewandt haben, weil sie sagen, das ist für uns nicht der Weg. Mercedes, die über 1 Milliarde in die Entwicklung reingesteckt haben, sagen, nein, ist für uns nicht der Weg, sondern wir konzentrieren uns auf Batterie-Elektromobilität. Also wenn wir Sachen zukunftsfähig machen wollen, und ich halte Wasserstoff auch für einen ganz wichtigen Punkt, um Energie zu speichern, ganz, ganz wichtigen Punkt für Energie zu speichern, dann müssen wir auch daran arbeiten, dass eben Infrastruktur und Bedingungen besser werden, was übrigens auch für die Elektromobilität gilt. Also Stand jetzt, dann dürften noch nicht 10 Millionen Elektroautos draußen rumfahren, das gäbe Chaos. Wir müssen dann noch wirklich einen Weg gehen, was Ladestationen, was Netze und alles anbetrifft. Ja, absolut. Wie ist das in Themenbereichen? Wir lesen ja auch immer wieder, Sie haben es auch gesagt, dass der Verbrennungsmotor selber ist ja nicht das Problem, sondern letztendlich der Energieträger, der verbrannt wird. Mhm. Jetzt gibt es ja auch Ideen, Wasserstoff-Verbrennungsmotoren wieder
ähnlich, wir haben gerade schon über Methanol gesprochen, über eine Idee, die dort aufgekommen ist. Sehen Sie solche Nischenlösungen als praktikablen Weg für vielleicht mittelfristige Überbrückung? Oder ist das tatsächlich das Wort Nische, was da im Vordergrund steht und das aber keine Serienreife erreichen wird? Vor allem einen Massenmarkt erreichen wird? Ich finde, das ist halt ganz schwer abzuschätzen. Also mir geht es im ersten Schritt erstmal darum, diese Offenheit zu erreichen. Und mein Institut macht auch überhaupt keine Forschung jetzt am Verbrennungsmotor oder Wasserstoffmotor oder sonstigen dieser Antriebe noch am stärksten eben im Bereich der Elektromobilität. Aber dennoch finde ich, müssen wir einfach diese Offenheit schaffen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir in Breitengraden zum Beispiel, wo wir auch auf die Wärme einer Verbrennungskraftmaschinen, die ich ganz gerne deswegen auch als Wärmekraftmaschine bezeichne, weil man eben nicht nur die mechanische... Klingt ja auch unverfänglicher. Das ist ja, sind wir mal ehrlich, vor allem erstmal eine Heizung. Genau, also man hat ja letzten Endes einen Wirkungsgrad, der liegt ja heute bei 40%, halt im Bestpunkt. Die Kollegen arbeiten daran, das noch weiter zu bringen. Und man hat natürlich dann große Mengen Wärme zur Verfügung. Ich formuliere das jetzt mal bewusst positiv, die ich natürlich in bestimmten Breitengraden brauche und dann mir nicht die Reichweite kompromittieren. Bei der Brennstoffzelle, und da müssen wir einfach wir müssen die Anwendung sehen, wenn wir jetzt den Güterfernverkehr betrachten. Und wir wollen da jetzt als einen Ansatz mit einer Brennstoffzelle fahren, dann hat die Brennstoffzelle auch nicht den super tollen Wirkungsgrad, wenn wir alle Nebenaggregate mit betrachten. Das heißt, wir sind im Endeffekt nicht wesentlich besser. Wir sind ziemlich auf Augenhöhe mit der Verbrennung von Wasserstoff. Und da muss man sich schon die Frage stellen, was ist denn da jetzt vor dem Hintergrund dessen, dass es eben auch, ja, es sind Investitionsgüter, diese Fahrzeuge. Das ist ja jetzt nicht dieser Privatmarkt von Autos, sondern das sind letztendlich Wirtschaftsgüter, die investiert werden, da muss man sich schon die Frage stellen, was ist denn da eben auch die ökonomisch nachhaltigste Lösung? Also ökologisch natürlich, aber auch ökonomisch nachhaltigste Lösung. Für mich kommen da halt so ein paar Probleme zusammen, wenn wir jetzt über einen Verbrennungsmotor mit Wasserstoff reden. Das ist die Speicherung, die bei Wasserstoff nochmal viel aufwendiger ist, als wenn ich einfach nur Benzin oder Diesel nutze. Das ist schon mal ein Problem. Der nächste Punkt ist, dass die gesamte Wirkungsgradkette schon mit einem großen Fragezeichen zu versehen ist, um es mal nett auszudrücken. Ich sehe aber schon Nischenlösungen für Wasserstoffverbrennungsmotoren. Zum Beispiel, wir hören jetzt hier auch nochmal kräftigen Verbrennungsmotoren. Wir sind hier in den Hallen der Klassik Remise. Hier steht die komplette Historie der Automobilindustrie. Es ist faszinierend und in manchen Fällen wird man sich dann auch wünschen, dass hier etwas leiser werde. Aber nochmal zurückzukommen. Ich kann mir schon vorstellen, jetzt wo wir auch den Sound hören, hier übrigens von einem Sechszylinder-Boxer, dass man Wasserstoffverbrennung zum Beispiel im Rennsport anwendet, weil man dort wieder Emotionalität schaffen will. Unter der Voraussetzung, dass man aber den Wasserstoff vorher selbst hergestellt hat. Das also die Rennserie sagt, wir stellen unseren eigenen grünen Wasserstoff her und der wird verbrannt. Wir haben eine Emotionalität drin, weil bei allem, was wir jetzt über Autos reden, ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, dass wir in Zukunft auch eines nicht verlieren, das ist Fahrspaß und Emotionalität an Autos. Ja. Wieso kaufen die Leute Autos? Weil sie ihnen Spaß machen, weil sie Emotionen bringen. Es ist ja nicht nur von A nach B zu kommen. Das heißt, diese reine Verbringung, der Transport der Person steht nicht im Vordergrund. Ich esse doch nicht nur, weil ich Kalorien zu mir nehmen will, sondern auch, weil es einfach Spaß macht. Ja. Weil das, was wir hier sehen, das zeigt das halt. Also, ja, und wir sind ja hier mitten im Epizentrum des historischen automobilen Spaßes. Ja. Und da hat man eigentlich noch viel mehr Möglichkeiten mit der Elektromobilität eigentlich. Also bislang ist mir die Diskussion auch viel zu, und auch die Konzepte, die man kaufen kann, viel zu stark darauf reduziert, dass ich den einen Antrieb durch den anderen Antrieb ersetze. Ja. Ja. Und dabei habe ich jetzt ganz andere Möglichkeiten, das Fahrzeug zu gestalten, das ganze Package neu zu machen. Warum muss ich heute noch, meine Kinder haben jetzt beide den Führerschein gemacht, warum müssen die noch lernen, dass man in drei Zügen wenden muss? Ja, wenn ich vorne keine Verbrennungskraftmaschine mehr habe, kann ich die Räder bis zu 90 Grad lenken und dann wende ich um ein Hinterrad. Mir auch entgegenkommen. Also. Ja, es ist ja nicht jeder der Einparkkönig. Also, ja, also. Nee, es ist einfach komfortabel. Es ist einfach, man kann mit ein paar Schmerzen, die man so ein bisschen vergessen hat, in der Nutzung des Automobils auch aufräumen. Man kann viel wendigere Fahrzeuge bauen. Wir haben eben auch über andere Themen gesprochen, wie man Schwimmwinkel dann direkt kontrollieren kann. Die E-Maschinen sind einfach viel, viel besser regelbar. Man kann ganz tolle Sachen damit machen und damit auch rauskommen aus einer Diskussion, ist jetzt die E-Maschine, ist der Elektroantrieb eigentlich besser oder schlechter, ist er effizienter, sondern man kann Fahrzeuge schaffen, die einfach viel mehr
Spaß machen, die sich anders bewegen und kommt raus aus der Diskussion, ist es jetzt der Antrieb oder jene, sondern ist vielleicht dann die Diskussion, hey, hast du auch schon so ein modernes, wendiges Fahrzeug oder fährst du noch so ein Ding mit dem Lenkrad und wo du wie ein Bierkutscher letzten Endes dich um die Kurve bewegen musst. Also da muss man, glaube ich, hin. Aber das ist auch sicher eine gute Frage, sorry Alex, die wir auch nochmal ans Publikum stellen können. Weil die Frage, welcher Antrieb denn bevorzugt wird von den Leuten, ist sicher was, was wir ja auch gerne stellen wollen. Und da hat mein Kollege schon was in den Chat hineingestellt. Ein Direktlink, auf den Sie klicken können unter menti.com und wo er dann eine Befragung freigeschaltet hat, die Sie dann anklicken können, welchen Antrieb Sie denn für den besten halten in einer Range von 1 bis 9. Da haben Sie 5 unterschiedliche Möglichkeiten, die wir Ihnen dort angeboten haben. Verbrennungsmotor mit dem fossilen Kraftstoff, dann mit alternativen Kraftstoffen, dem Plug-in-Hybrid, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, sicher auch noch eine interessante Technik und halt den BEV, das batterieelektrische Fahrzeug und nicht zuletzt halt auch nochmal den Antrieb mit Brennstoffzelle. Ich bin gespannt, wie die Ergebnisse sind, wenn die Befragung freigeschaltet ist. Toben Sie sich ein bisschen aus in Mentimeter und wir werden gleich, während die Befragung noch läuft, so ein kleines historisches Schlaglicht noch mal einblenden. Wir hatten zumindest an dem kleinen Film unseren Spaß und werden sicher in ein paar Sekunden einblenden, wie Anfang der 80er die Automobilindustrie gedacht hat, das Auto 2000 aussehen könnte. Und dazu sehen wir jetzt einen kurzen Einspieler, während Sie gerne noch abstimmen können. Um die geheime Forschungs- und Entwicklungsarbeit der Industrie in Tempo und Zielsetzung zu optimieren, startete das Forschungsministerium vor 3 Jahren das Projekt Autos 2000. 3 Produzenten und ein Hochschulteam haben die Forderungen der Gesellschaft angenommen und Lösungen für ein menschengerechteres Auto dargestellt. Sicherer und umweltfreundlicher, langlebiger und sparsamer mit Rohstoffen und Energie. Ohne Kostendruck wurde Neues probiert und Bekanntes optimiert. So die verbrauchs- und sicherheitsentscheidende AI. Unser Stadtverkehr ist neben Lärm und Abgasen durch spritschluckendes Stop-and-Go gekennzeichnet. Ohne Motorkraft fährt hier das VW-Forschungsauto vorbei. Ohne Verbrauch, Krach und Qualm. Doch diese bahnbrechende Neuerung wird beim amtlichen Abgas- und Verbrauchstest überhaupt nicht erfasst. Die Schwungnutze lässt den Motor nur laufen, wenn er gebraucht wird. Geht man vom Gas, geht er aus. Bis zu 50% der Fahrzeit in der Stadt kommt man ohne Motor aus. Welch eine Erfindung. Deutlich zu hören, das Sirren der Schwungscheibe. Sie steckt in jedem Fahrzeug. Im Auto 2000 aber trennt eine zweite Kupplung die Schwungscheibe vom Motor, den sie beim Gasgeben wieder anwirft. Die Schwungnutze hat sich im Versuch bereits 400.000 Mal bewährt. Und eine simple Teillösung ging bereits in Serie. Die Start-Stopp-Anlage. Sie stoppt den Motor wenigstens im Stand, per Knopfdruck. Der wäre technisch nicht nötig, aber die Marketingleute wollten ihn, um dem Fahrer die Freiheit der Entscheidung zu lassen, ob sein Auto weiter säuft, lärmt. Ja, recht herzlichen Dank für Ihre Abstimmung und auch, dass Sie sich den Film angeguckt haben. Wir haben herzlich gelacht, als das Wort Schwungnutze dann zum Einsatz kam. Also Sie sehen, vor gut 40 Jahren hatte die Industrie schon bahnbrechende Erkenntnisse. Es sah ein bisschen aus wie ein Passat in Vorstufen, das Forschungsfahrzeug. So hat man sich damals gedacht, dass es auch gehen kann. Und wenn man den Weg vielleicht etwas konsequenter weiterverfolgt hätte, den Namen vielleicht etwas sexier vermarktet hätte als Schwungnutze, dann wäre das vielleicht auch was gewesen, was in die Serienreife den Weg gefunden hätte. Also von den Themenbereichen her war das wie gesagt ganz, ganz nett. Wir gucken gerade wieder auf die Ergebnisse, die Sie erklickt haben sozusagen. Und da ist im Prinzip so ein bisschen das auch zu sehen, wie momentan die Stimmungslage, glaube ich, im Land auch zur Thematik ist. Der Brennstoffzelle wird immer noch sehr, sehr viel Potenzial zugebilligt mit einer guten Mittelplatzierung. Und der batterieelektrische Antrieb wird tatsächlich für das Auto im Jahr 2030 als der Antrieb gesehen. Über die Thematik verbrennungsmotorischer Antrieb haben wir gerade schon relativ ausführlich gesprochen.
Und der Plug-in hat so eine Mittelposition, hängt sicher vielleicht auch davon ab, wie diese Thematik halt auch verfolgt wird, wie sinnvoll die Technologie auch genutzt wird. Also auch, ob das Kabel genutzt wird oder halt nicht. Das ist ja immer die Frage, die jetzt auch ist. Es ist halt der Verbau sozusagen der beiden umständlichsten, würde ich nicht sagen, aber der kompliziertesten Technologien in einem Fahrzeug, wenn man so will. Ja, es ist sicherlich die komplexeste Lösung, aber ich denke, so aus einer Kundensicht, aus einer Nutzersicht heraus, hat das durchaus. Also für mich persönlich, wenn ich jetzt nur den Platz hätte für ein Fahrzeug, ja, dann, und ich möchte auf der einen Seite zum Institut elektrisch fahren, weil der Weg ist nicht weit. Ich habe 7 Kilometer. Also da einen Verbrennungsmotor anzuwerfen, der wird nicht warm vom Emissionsverhalten, das ist alles eigentlich nicht gut, ja. Und dann elektrisch zu fahren, die ganze Woche elektrisch zu fahren, diese kurze Strecke zum Institut und wieder zurück. Und dann am Wochenende, wo ich meine Eltern in 300 Kilometer Entfernung habe und auch meine Geschwister wohnen weit weg, wenn ich die besuchen möchte, was ich doch regelmäßig tue, da komme ich mit einem elektrischen, rein elektrischen Antrieb, komme ich einfach in Schwierigkeiten. Oder ich bin da, ehrlich gesagt, dann ich jetzt als Person, noch nicht an dem Punkt, wo ich sage, der Komfort ist an einer Stelle, wo er vergleichbar wäre zu einem verbrennungsmotorischen Antrieb, gerne mit E-Fuels, ja. Aber ich habe einfach diese Flexibilität bis hin zu dem Haus meiner Großmutter, was ich versuche in meiner Freizeit zu renovieren, da ist wirklich nichts außenrum, gar nichts, ja. Da gibt's auch kein Fernsehen, kein Funkempfang, nichts, ja. Und garantiert auch in den nächsten 100 Jahren keine Ladesäule. Also deswegen glaube ich schon, gibt es Nutzungsprofile, die mit einem Plug-in-Hybrid sehr gut, sehr viel anfangen können. Man muss natürlich damit auch so umgehen oder sollte damit so umgehen, wie es auch gedacht ist. Aber ich denke, das sollte sich auch mit der Zeit durchsetzen. Ich finde, man sieht auch eine Entwicklung beim Plug-in-Hybriden. Da ist halt erstmal ein bisschen verbrannte Erde hinterlassen worden. Weil die ersten Plug-in-Hybride, die kamen, hatten relativ kleine Akkus. Sie sind in sehr großen Autos verbaut gewesen. Die elektrische Reichweite wurde nach dem NEFZ beurteilt. Das heißt, es waren Mondwerte angegeben und am Schluss sind die Fahrer 20 Kilometer elektrisch gefahren. Dafür brauche ich keinen Plug-in-Hybriden. Das ist einfach auch deutlich unter der Strecke, die in Deutschland im Schnitt pro Tag gefahren wird. Und dann die Nutzung, du hast es schon angesprochen, ist natürlich ein großes Problem gewesen. Viele Dienstwagenfahrer, die hatten ihre Tankkarte, die haben den gar nicht genutzt. Da wurde auch, die hatten noch keine Wallbox zu Hause, die sind noch gar nicht an eine öffentliche Ladestation gefahren. Das alles hat dazu geführt, dass ich zwar einen steuerlichen Vorteil hatte, aber ansonsten der Umwelt nicht geholfen war. Nur wir sind jetzt in einer neuen Generation von Plug-in-Hybriden. Autos, die viel größere elektrische Reichweiten haben, locker 50 Kilometer und mehr. Das heißt, die durchschnittliche tägliche Fahrstrecke in Deutschland kann ich damit abdecken. Wir haben immer mehr Leute, die auch eine Wallbox zu Hause haben, die das wirklich nutzen und schätzen. Und meine Erfahrung ist, und ich kenne jetzt einige Plug-in-Hybrid-Fahrer, die hätten sich kein reines Elektroauto geholt. Aber der Plug-in-Hybrid ist für sie ein guter Kompromiss, weil sie auf Reisen eben den gleichen Komfort haben, was jetzt Zeit anbetrifft, wie vorher. Aber es ist für sie eine Einstiegsdroge. Und man merkt, wie sie sagen, okay, jetzt macht das aber mit dem elektrischen Fahren so viel Spaß, das frustriert mich fast, wenn der Verbrennungsmotor anspringt. Und das ist auch so ein Ehrgeiz, der entwickelt. Und ich glaube, dass viele von denen beim nächsten Mal sagen, ich kaufe mir was rein Elektrisches, weil ich es jetzt gelernt habe. Und ich finde, grundsätzlich sollte man die Leute draußen nicht mit der Axt und nicht mit Ideologie abholen, sondern man sollte sie überzeugen, sollte ihnen zeigen, hier, probiert es aus, das funktioniert. Und wenn dann der Kunde von sich aus sagt, der Autofahrer, ja, das funktioniert, dann hat man viel mehr gewonnen, als ihm was vorzuschreiben, was er tun soll. Das Thema Mobilität ist natürlich gänzlich bei uns jetzt erstmal speziell auf den Antrieb erstmal, ich sag mal, gemünzt in dieser Diskussionsrunde. Mobilitätswende ist das große, Antriebswende der kleine Teil davon. Wir haben einige Fragen gekriegt, die sich halt auf das Thema Mobilität an sich beziehen, ob denn Mobilität an sich oder den Verzicht darauf nicht generell der bessere Weg wäre, öffentliche als Alternative nutzen, wenn man dann das Thema individuelle Mobilität in den Vordergrund stellt. Wie ist denn da die Meinung der beiden Experten? Also ich habe eine, aber die Experten sitzen da. Ja, das ist auch wieder so eine Frage, der aus meiner Sicht, natürlich ist es gut, wenn jeder weiß, was es bedeutet, mobil zu sein und sich jeder die Frage stellt, muss das so sein? Das gilt aber für alle Lebensbereiche. Ja? Das gilt für den Konsum, für den Medienkonsum, genauso wie für den Konsum von Alkohol. Und das ist ein Grundsatz. Also Verzicht ist natürlich immer eine Möglichkeit zu reduzieren. Aber auch da ist es dann wiederum die Frage, möchte ich irgendwo in einer Gesellschaft leben, wo die geprägt ist von Toleranz, wo das meine Entscheidung ist?
ob ich jetzt sage, ich fahre jetzt mit meinen Kindern am Wochenende, fahre ich jetzt einfach an die Nordsee und das ist okay. Ja, oder möchte ich in einer Gesellschaft leben, wo ich dann schräg angeschaut werde, warum ich denn? Ich müsste doch eigentlich gar nicht an die Nordsee fahren. Das ist doch verzichtbar. Ich kann mir doch auch ein Video anschauen von der Nordsee. Also für mich hat das viel auch mit der Frage zu tun, in welcher Art von Gesellschaft wollen wir leben. Und ich finde auch, dass wir jetzt gerade zum Beispiel in der Pandemie sehen, dass andere Menschen zu treffen, mobil zu sein, vor Ort zu sein und eben nicht nur per Handy oder per Bildschirm zu kommunizieren, ein ganz wichtiger Teil einfach des menschlichen Daseins ist, sich auch bewegen zu dürfen, auch mal neue Eindrücke zu bekommen. Und deswegen gehört Mobilität zum Leben definitiv dazu und ist für mich sogar ein ganz essentieller Bestandteil des Lebens. Natürlich kann man sich fragen, welche Mobilität muss denn jetzt sein und welche Wege nehme ich? Und es ist sinnvoll, darüber nachzudenken, dass ich das jetzt eben nicht mit dem Auto fahre, sondern mein Fahrrad nehme. Ich bin großer Fahrradfan. Aber es ist für mich auch wichtig, dass bei all dem, was wir tun, wir auch eine Freude, einen Spaß empfinden. Wir können doch nicht in Zukunft sagen, ja, wir dürfen nichts machen, was Spaß macht, aber dann dem Klima schadet. Dann müssen wir über alles drüber diskutieren, über jedes einzelne Detail, über jeden Schuh, den wir tragen, über jedes Handy, das wir benutzen, über alles müssen wir alles streichen. In dem Moment, wo es Spaß macht, ist es ja nicht mehr sinnvoll, sondern es geht ja nur noch darum, dem Klima zu dienen. Und dann holen wir aber ein paar Freaks ab, aber nicht die breite Bevölkerung. Und das ist das Entscheidende. Wenn wir wirklich Klimaschutz in Zukunft konsequent betreiben wollen, dann müssen wir die Menschen abholen. Und zwar auch dort in der Realität und nicht in einer Utopie, wo wir leben wie asketische Mönche und alles nur darauf ausrichten, dass es den geringsten Fußabdruck hat. Das ist gut so zu denken, aber es ist unrealistisch, das in der Breite so umzusetzen. Also jeder Einzelne kann das ja gerne machen. Ja. Also auch jetzt die Ingenieurin, der Ingenieur, der eben gefragt hat, ob Autofahren Spaß machen muss, das ist natürlich eine individuelle Entscheidung. Wenn das für diese Person so nicht sein muss, ist das ja völlig in Ordnung. Und wenn eine Person mehr Spaß daran hat, mit dem Fahrrad zu fahren oder irgendein anderes Verkehrsmittel zu nutzen, ist doch alles wunderbar. Ja, also für mich muss einfach, egal welches Fahrzeug wir nutzen, ob wir öffentlich fahren oder ob wir automatisch gefahren werden, nächste Session, oder ob wir selbst fahren, das Allerwichtigste ist für mich nach wie vor die Sicherheit. Ja, und wir haben momentan auch ein bisschen das Problem, glaube ich, dass wir viele Menschen verunsichert haben, sie länger ihre relativ alten Fahrzeuge fahren mit wenig Fahrerassistenzsystemen und wenig Sicherheitssystemen und sie eben nicht bereit sind, sich moderne Fahrzeuge zu kaufen, egal mit welchem Antrieb. Aber ich habe es gerade angesprochen, fast 10 Jahre ist das Durchschnittsalter. Genau, das ist unheimlich angestiegen und wir müssen eigentlich viel stärker bestrebt sein, die alten Fahrzeuge von der Straße runterzukriegen, durch modernere Fahrzeuge zu ersetzen, die entweder verbrennungsmotorisch mit moderner Abgasnachbehandlung oder elektrisch angetrieben sind oder Hybrid. Das ist für mich zweitrangig. Erstrangig ist das Thema Sicherheit. Wir haben immer noch zu viele Schwerverletzte und Getötete im Straßenverkehr. Dann kommt das Thema Nachhaltigkeit, ganz klar, aber ist für mich persönlich Prio 2. Und dann kommt das Thema Spaß, bin ich völlig dabei. Ja, das ist nicht das allererste Thema, auch nicht für mich. Ja, aber es gehört mit, für mich persönlich zumindest gehört es mit dazu. Es ist sogar, für mich ist es ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn man die Menschen draußen abholen will. Mhm. Elon Musk hat sicherlich ein paar schräge Dinge gemacht, aber er hat vor allem eins sofort kapiert. Wir müssen Autos bauen, die den Leuten Spaß machen, die ihnen zeigen, Elektromobilität ist etwas Tolles, das macht uns Spaß. Beim Beschleunigen, beim Leisefahren, bei vielen anderen Sachen. Wenn er einfach nur ein Verzichtsauto gebaut hätte, ein Auto, das jetzt besonders asketisch ist und nochmal, dann ist er genau bei dem Ökomobil gelandet, das die Leute draußen nicht abholt. Und so hat er der Elektromobilität im Weg bereitet und er hat über den Spaß mehr erreicht als andere, die jetzt mit einer wahnsinnigen Askese etwas erreichen wollen. Ja, Spaß und auch, er hat, denke ich, auch zugehört. Also er hat sich, wir haben damals auch Umfragen gemacht in dem Projekt Elba zum Beispiel, wo wir über 1000 Menschen gefragt haben, welche Reichweite wünscht ihr euch, wenn ihr umsteigen solltet auf ein Elektrofahrzeug? Ab wann seid ihr dabei? Da haben wir gesehen, wir kriegen 75% der Befragten kriegen wir ab eine Reichweite von 400 Kilometern. Ja? Und wir Ingenieure hier, gerade in Deutschland, wir haben halt ausgerechnet, so nach dem Motto, wie weit fahren wir denn pro Tag? Ja? Braucht der überhaupt ein Auto mit 400 Kilometer Reichweite? Ja, der wünscht sich das. Aber ist doch egal. Wir schreiben ihm jetzt ein Fahrzeug mit 150 Kilometer Reichweite. So funktioniert das leider nicht. Ja? Ja. Also. Bestes Beispiel. Wir haben in Europa, in Deutschland statistisch gesehen weniger als 2 Leute in einem Auto sitzen. Also müssten wir statistisch gesehen 2 Sitzer fahren. Mhm. Welche Autos werden gekauft? 4- und 5-Sitzer. Also man muss immer die Realität sehen. Was wird draußen gekauft? Und das von dem lösen, was jetzt der Idealfall wäre.
Ja, es ist ja in allen Lebensbereichen so. Wir kaufen uns eigentlich, und das ist, kann man natürlich auch kritisch diskutieren, aber unsere Gesellschaft ist marktwirtschaftlich orientiert. Und wir kaufen uns ja ständig, wir umgeben uns ständig mit Dingen, die uns Möglichkeiten geben, Freiheiten eröffnen. Ja, ich weiß nicht, wie es in deiner Küche aussieht. Vielleicht hast du auch ein Messer aus Faltstahl. Also wenn ich meine Kochkünste anschaue, würde ich sagen, so, naja, so ein ganz einfaches Messer, so Solingenstahl, 1,99 Euro würde es eigentlich auch tun. Also wir haben aber die Option, super fein zu schneiden und exakt, wir haben Spaß dran. Oder Uhren, Zeitmesser ist auch ein schönes Beispiel. Da haben wir auch, glaube ich, den gleichen Infekt. Also es gibt Zeitmesser für 3 Euro, die zeigen die Uhr und die Uhrzeit vernünftig an. Aber was kaufen wir uns für Zeitmesser? Die sind deutlich teurer. Ja, also das heißt, es gibt einfach andere Dimensionen neben diesem reinen Zweck, die eben auch, ja, die befriedigt werden wollen. Und das ist aus meiner Sicht auch nicht verwerflich, sondern das gehört mit zum Leben dazu. Ja. Aber ich denke, die Conclusio ist aber tatsächlich, dass wir es nicht damit die Mobilitätswende schaffen, dass wir 1:1 einen Verbrenner durch ein Elektroauto oder durch ein anderes emissionsärmeres Auto ersetzen. Da muss, denke ich, ein Umdenken stattfinden, was dann aber auch noch Spaß macht, an diesen neuen Mobilitätskonzepten auch teilzunehmen. Wir werden sicher gleich in der zweiten Session, wo es auch um automatisierte Fahrzeuge geht, ja auch nochmal darüber sprechen, wie es dahin geht. Ich möchte mal kurz den Link auf das Thema batterieelektrisches Fahrzeug bringen. Alex, du hast gerade das Thema Elon Musk und Tesla angesprochen, dass er genau diesen Nerv gefunden hat, nicht ein Verzichtsauto direkt an den Start zu bringen, sondern eigentlich mit einem Oberklassefahrzeug den Start zu machen und auch nicht 150 Kilometer Reichweite, sondern gleich, es gehen mindestens 400-500 Kilometer. Ist die batterieelektrische Mobilität aktuell, wie sie gerade von den Herstellern angeboten wird, schon alltagstauglich? Du hast viele Tests dazu gemacht. Du hast bei uns das Thema der LCA-Studie aufgenommen, aufgedröselt und auch zerlegt. Ist das Thema batterieelektrisch aktuell schon so weit? Und wie siehst du die Perspektive bis 2030? Also es hat sich wahnsinnig viel getan, gerade in den letzten 2-3 Jahren bei den Autos. Und wir sehen auch jetzt viele neue Elektroautos, die eben noch besser als bisher auch in einem bezahlbaren Rahmen die Bedürfnisse von sehr, sehr vielen Menschen für die übliche Mobilität mit einem Auto abdecken. Und ich kann ganz klar sagen, dass es inzwischen einige Autos auf dem Markt gibt, wo man sich nicht mehr großartig Gedanken darüber macht, ob jetzt die Batterie leer oder voll ist, weil ich einfach genug Reichweite drin habe. Was für mich da sehr wichtig ist, dass wir in Zukunft Reichweite, das den Leuten eben nun mal sehr wichtig ist, weil sie das gewohnt sind vom Verbrenner, über Effizienz holen. Da ist noch Potenzial in den Autos, im Antrieb, in der Karosserieform, Rekuperation, Ähnliches. Da können wir einfach noch Effizienz rausholen und damit Reichweite rausholen. Es ist noch Potenzial im Ladenetz. Da muss in Deutschland noch was passieren. Ja, das ist ja zum Teil hat die Politik ja selbst in die Hand genommen, weil es eben bisher so schleppend voranging. Aber das sind noch viele Punkte, wo man ansetzen kann. Ich sehe sehr, sehr gute Entwicklungen. Es kommen auch wahnsinnig viele spannende neue Elektroautos, die auch, ich muss es einfach nochmal sagen, wenn es auch noch so schlimm ist, Spaß machen. Aber es ist halt noch eine Entwicklung. Und das für mich wichtig ist, das Thema war ja vorhin auch schon da, es muss bezahlbar bleiben. Ich kann die Leute nicht abholen, wenn sie es nicht bezahlen können. Und klar, wir haben eine kräftige Förderung für die Elektromobilität und trotzdem sind viele Menschen noch nicht in der Lage, sich ein neues Elektroauto zu kaufen. Und perspektivisch werden sie das wahrscheinlich in 4-5 Jahren sein, weil wir da bei den Preisen auch ohne Förderung auf einem Level sein werden mit dem Verbrenner. Ich würde noch mal einen Punkt gerne aufgreifen, den Minister Wüst ganz am Anfang noch mal dargestellt hat. Wir haben da auch schon drüber gesprochen und auch die Frage an Sie ins Publikum stellen, das Thema Technologieoffenheit. Mit welchem Maß soll denn unsere Bundesregierung, wie auch immer sie aussehen mag, ab September, denn das Thema Technologieoffenheit denn eingehen? Mein Kollege wird Ihnen noch mal die Thematik einspielen in der Mentimeter-Umfrage. Wir sehen gerade, einige von Ihnen haben schon abgestimmt. Gehen Sie gerne nochmal auf den Link. Stimmen Sie gerne nochmal weiter ab. Aktuell ist es vom Ergebnis her schon relativ eindeutig, wie wir sehen. Also von 9 möglichen Punkten bewegen wir uns im 7er, vielleicht auch gleich noch im 8er Bereich. Der Stichprobenumfang wächst noch, das ist gut. Der Stichprobenumfang wächst noch, das ist immer gut, ja genau. Es ist spannend, das live mit zu beobachten. Von daher einfach auch die Frage, dann
wenn wir schon fast in die abschließende Runde gehen, weil unsere 40 Minuten sind schon fast verquatscht, hätte ich gesagt. Wir müssen ja schon bald wieder in die nächste Session wandern. Thema Technologieoffenheit. Wie soll Politik das Ganze begleiten? Man hat manchmal den Eindruck gewonnen in der Vergangenheit, dass sklavisch auf ein System gesetzt wurde oder das favorisiert wurde, sagen wir es vielleicht so, etwas neutraler. Wie sehen Sie das, wenn man so eine Abschlussrunde hier nochmal ansetzen soll, das Thema Technologieoffenheit bei Antriebskonzepten? Ja, ich denke, es darf halt nicht bei Lippenbekenntnissen bleiben, sondern man muss letztens auch die Randbedingungen schaffen für Technologieoffenheit. Die sind momentan nicht da. Also die Randbedingungen, die wir momentan haben, die helfen in Teilen dem Klimawandel, den wir eigentlich aufhalten wollen. Ja, das heißt, es entstehen Lösungen, gerade wenn ich auf die schweren Nutzfahrzeuge schaue, wo ich davon überzeugt bin, dass wir das Falsche tun. Wir haben ja das ganze Thema Lifecycle Assessment jetzt noch nicht besprochen, aber gerade wenn ich an sehr große Batterien denke, du hast es ja auch sehr schön thematisiert in deinen Videos, da tun wir gerade bei sehr, sehr großen Batterien zumindest erstmal für die nächsten Jahre nichts Gutes. Ja? Und wir sollten uns deswegen überlegen, ob wir nicht erstmal technologieoffene Randbedingungen brauchen, weiterentwickeln natürlich an diesen Speichern der Zukunft. Da passiert auch eine ganze Menge im Bereich der Batterien. Da geht ja vieles in die richtige Richtung. Sodass man heute, glaube ich, ist man mit dem E-Fahrzeug mit einer begrenzt großen Batterie, ist man durchaus schon auch im Sinne der Begrenzung des Klimawandels durchaus unterwegs. Aber bis man, ich glaube, wir haben noch nicht die richtige Batterietechnologie, um wirklich große Batterien ökologisch sinnvoll ins Feld einzuführen. Zumindest nicht, wenn sie nach wie vor sehr stark im asiatischen Raum produziert werden mit einem hohen Kohlestromanteil, dann machen wir, glaube ich, durchaus noch Fehler. Mhm. Ja, also das kann ich eben so exakt genau nur unterschreiben. Wichtig ist, dass wir in Zukunft bei allen Antriebsarten, allen Energiequellen, die wir benutzen, wirklich immer konsequent den kompletten Kreislauf betrachten. Dass wir uns nicht Einzelaspekte rausnehmen, lokale Emissionen oder sonstiges, sondern dass wir wirklich uns genau angucken, was passiert bei der Produktion, was passiert bei der Rohstoffherstellung, bei der Nutzung und später auch wieder beim Recycling des Autos. Und da muss eine faire Betrachtung stattfinden. Für einen Fachjournalisten ist Technologieoffenheit erstmal eine Voraussetzung. Ich muss erstmal offen an eine Technologie herangehen und sie dann bewerten. Das kann aber am Schluss auch heißen, dass die Technologie eben durchfällt. Ich muss nicht jede alte Technologie nochmal von Neuem bewerten. Ich muss jetzt keinen Holzvergaser vorkramen und den nochmal bewerten. Das muss nicht sein. Aber grundsätzlich sich erstmal etwas anzuschauen, richtige Bewertungsmaßstäbe zu finden, die auch für die Umwelt entscheidend sind, sodass wir alles berechnen und eben nicht nur Teilaspekte, ist ein wichtiger Punkt. Und du hast es auch gesagt, bei den Batterien, da tut sich was. Also ich bin da sehr guter Dinge, nicht nur bei der Lithium-Ionen-Batterie, wo wir sehen, dass einfach die Nickel-Rich-Akkus immer mehr kommen, NMC 811, die leider in eurer Studie noch nicht drin waren. Ich aber jetzt zum Beispiel in der EQS drin sind. Wir haben da einen Ausblick auf Feststoffbatterien oder auf Hybridbatterien, die in Zukunft kommen. Da wird also noch was passieren. Und ich kann, das hast du ja auch gesagt, nur plädieren, lasst uns auch lokal Zellen produzieren. Nicht in China unter hohem Kohlenstoffanteil dann hier rüber schippern, sondern wir haben hier Möglichkeiten, das Ganze energiearm und damit emissionsarm zu produzieren. Also lasst uns das machen. Dann haben wir hier auch Know-how und wir schaffen auch Arbeitsplätze. Ist eine mega Win-Win-Situation. Ja, auch Unabhängigkeit. Letzten Endes ein Grund, weswegen ein Land wie China diese Elektromobilität auch ganz stark getrieben hat, war ja weniger das Thema CO2. Es ging zu Beginn ganz stark, sicherlich auch heute noch zum großen Teil, um eine Unabhängigkeit von Importen. Ja, das heißt, als Nation, wir machen das in Deutschland genauso, wir müssen uns auch überlegen, von welchen anderen Ländern haben wir Abhängigkeiten in Form von Rohstoff- und Lieferketten. Und hier in Deutschland eben Batteriezellen zu produzieren und dazu vielleicht dann auch die entsprechende nachhaltige Energieversorgung dann aufzubauen, das macht absolut Sinn. Ja, also reduziert die Abhängigkeiten auf der einen Seite und ist aber auch ökologisch natürlich absolut sinnvoll. Das war eine Punktlandung in der Zeit. Ich gucke auf meine Uhr, die hier immer so ein bisschen mittickt. Wir sind tatsächlich durch. Ich bedanke mich bei Ihnen als Zuschauer. Ich bedanke mich bei meinen beiden Referenten hier für die Einblicke zum Thema Antriebstechnologien. Ich möchte noch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen beim VDI. Mein Kollege hat schon eine ganze Menge in den Chat gestellt, was wir rund ums Thema Antriebstechnologien denn alles veröffentlicht haben in den letzten Wochen und Monaten. Wir haben eine Publikation
ganz frisch dabei, die quasi jetzt zum DIT rausgekommen ist, nennt sich VDI Verbrauchertipps, Hinweise und Planungshilfen zum Kaufen und Laden von Elektroautos. Klicken Sie einfach mal drauf, laden Sie sich den Verbrauchertipp runter. Vielleicht ist da was für Sie dabei, wie Sie Ihre Garage umrüsten können, welches Fahrzeug denn vielleicht genau das Richtige für Sie ist im Bereich der Elektromobilität, damit Sie auch zukünftig, wie hat Herr Eckstein gerade gesagt, den Klimawandel nicht so stark beschleunigen mit einem Auto, was man dann selber fährt. Möchte das jetzt auch zum Anlass nehmen, diese Session zu schließen. Wir sehen uns, wenn Sie Lust und Laune haben, in gut 5 Minuten wieder. Wir müssen uns mal kurz die Beine vertreten, dann mit dem spannenden Thema Automatisierung und Vernetzung des Verkehrs, auch wieder hier aus den heiligen Hallen, hätte ich fast gesagt, historischen Hallen der Klassikremise. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zusehen, fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie konnten das ein oder andere mitnehmen und hoffentlich bis gleich.